bisschen ausserhalb von einer grossen Stadt. Dort, wo die Strassen schmaler werden, Riesenbäume auf der Wiese stehen und Kuhglocken bimmeln, steht ein altes Haus. Dort wohnen der Herr und die Frau Meier. Die Frau Meier hat sich Sorgen gemacht. Sie war gerade am Glätten und hat darüber nachgedacht, wie lange die Knöpfe an ihrem Wintermantel echt noch halten. Dabei war ja jetzt Sommer und der Wintermantel ist gut verstaut auf dem Estrich gelegen. Ein bisschen später, beim Zvieri, hat sie sich darüber Sorgen gemacht, ob sie auch genug Rosinen in Gugelhopf da hat. Und z'Abig hat sie sich Sorgen gemacht über die Haare vom Herrn Meier. Es waren nicht mehr so viele. Das ist ja normal in seinem Alter. Aber die wenigen Haare sind auch noch so gespässig abgestanden. Immer wenn Frau Meier sich Sorgen gemacht hat, hat ihr Herz angefangen zu pöppeln wie verrückt und ihr Gesicht hat ausgesehen wie eine Gewitterwolke. Gerade bevor es anfängt zu regnen. Zum Beispiel, wenn sie sich Sorgen darüber gemacht hat, ob eines von diesen Flugzeugen, die allbot über ihren Garten geflogen sind, nicht könnte abstürzen. Und dann würde es genau in ihrem Radieslibeet landen. Das Radieslibeet wäre natürlich völlig zunder Opsi und die Radiesli könnte man nicht mehr brauchen. Und dann all die vielen Leute aus dem Flugzeug, ob die überhaupt all Platz hätten in ihrem Haus und ob sie genug Verbandsmaterial hätte für all die. Die Frau Meier ist schnell schauen, wie viele Pflaster und Gasebinden sie noch vorrätig hatte. Der Herr Meier, der hat sich nie Sorgen gemacht. Am Morgen, wenn er verwacht ist, hat er als erstes ins Sorgengesicht der Frau Meier geschaut. «Wegen was machst du dir Sorgen?» hat er gefragt. «Die Sonne scheint, vielleicht fängt es an zu schneien, wir können es nicht ändern.» «Ja», hat Frau Meier gesüffzget, «ich weiss.» Aber dann hat sie daran denken, dass, wenn es käme, go schneien, dass dann ein grosser Gar mit 90 Ausflügler in der Kurve vor ihrem Haus im Schnee könnte ausrutschen. Und dann würde ihr Gugelhopf, der mit den zu wenig Rosinen, gar nicht lange für all die. Weil die Armen, die hätten sicher Hunger, die wären ja dann schon so lange unterwegs gewesen. Und dann auch noch so umgekippt in einem Bus im Schnee. Der Herr Meier hat sie dann amix fest in die Arme genommen, aufgelüpft und hat sie einmal im Kreis umgedreht. Nachher hat er ihr einen Münzentee gekocht. Das hat damit ein bisschen geholfen. Hinter dem Haus auf einem kleinen, sonnigen Hügel hat Frau Meier ihren Gemüseladen gehabt. Also, sie hat ihm einfach so gesagt, Gemüseladen. Es war ihr Garten. Dort hat sie Bohnen gepflanzt und Tomaten, Zwiebeln und Salbei, Peterli und Herdöpfel. Ja, und Pfeffermünze, natürlich. Und jedes Jahr im Herbst hat Frau Meier die dicksten Kürbis ernten, die weit und breit gewachsen sind. Am Morgen ist Frau Meier in ihrem Garten gestanden und hat sich gerade darüber Sorgen gemacht, ob die Sonne echt auch am nächsten Tag wieder aufgehen würde. Und wenn nicht, ob sie dann im Dunkeln den Pfeffermünz vom Uchu könnte unterscheiden. Also, wenn dann überhaupt noch etwas wachsen würde. Weil es würde sicher kalt werden. Kalt und dunkel, so ganz ohne Sonne. Und schon hat ihr Herz wieder angefangen zu pöppeln und ihr Gesicht hat ausgesehen wie eine Gewitterwolke, gerade bevor es anfängt zu regnen. Und sie hat sich überlegt, ob sie auch genug warme Händchen hat und Strickjacke und ob sie für den Herrn Meier nicht wollige Unterhosen lismen oder vielleicht noch besser gerade zwei. An dem Morgen also, gerade wo sie sich gebuckt hat, um zu schauen, ob sie an der Kürbisstude schon blüht hat, da hat sie es gesehen. Vor sich liegen im Gras. Ein kleiner, blutiger Vogel. Er ist auf dem Bauch gelegen, rosarot, ein gelber Schnabel und die Augen ganz fest zu. Die Frau Meier hat sofort alles andere vergessen. Die Sonne und die Kälte, die Knöpfe, den Gugelhopf, Flugzeug, Dunkelheit und die glismenden Unterhosen. All die kleinen Sachen und Sachen, weil jetzt hat sie wirklich einen Grund gehabt, um sich Sorgen zu machen. Säuferli hat sie den kleinen Vogel in ihre Hand genommen. Zuerst hat sie ihn einfach nur angeschaut,
ohne zu wissen, was sie jetzt mit dem anfangen soll. Dann hat der Vogel ganz leislich gepiepset und seinen gelben Schnabel weit aufgesperrt. Frau Meier hat in den kleinen roten Hals gestarrt. Und dann ist ein Ruck durch sie durch und sie ist wie vom Wespe gestochen an den Herdöpfel, einem Peterli und einem Gartenschlauch vorbei, den Hügel durchabgerannt. Frau Meier hat das ganze Haus von oben bis unten durchsucht, bis sie endlich etwas gefunden hat, das ein bisschen wie ein Nest ausgesehen hat. Der Hut vom Herrn Meier. Sie hat ihn ausgepolstert, damit es den Vogel schön weich hat. «Ich ziehe den kleinen Vogel hier auf», hat sie zum Herrn Meier gesagt. Der ist am Stubentisch gesessen mit Pinsel und Papier und hat gemalt. Das war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. «Mach, was du musst!» Der Herr Meier hat gelächelt und weiter gemalt. Die nächste Zeit war eine Aufregung. Es ist nämlich so, dass so kleine Vögel nur dann nicht sterben, wenn man sie ununterbrochen mit Flügen, Raupen und Mucken füttert. Tag und Nacht. Die Frau Meier ist also auf die Jagd gegangen, hat Käfer, Würmer und Flüge gefangen und in einem Gumpfiglas eingesammelt. Z'Abig, wenn der Herr Meier schon im Bett gelegen ist und noch ein bisschen auf seiner Maulorgel gespielt hat, ist Frau Meier auf dem Bettrand gesessen und hat im Licht vom Nachttischlämpchen ihren kleinen Vogel gefüttert. Mit einer Pinzette hat sie ihm sorgfältig eine Mucke nach der anderen in den Schnabel geschoppt. Die Frau Meier hat ihre Sache gut gemacht. Das Vögel ist gewachsen wie verrückt. Es hat schon bald schwarze Federn bekommen. Und Frau Meier hat gemerkt, dass sie dabei ist, eine kleine Amsel gross zu ziehen. Sie hat auch schon einen Namen für die Amsel gehabt. Biebs. Der Herr Meier hat das einen blöden Namen gefunden. Aber er hat auch das mal nur gesagt, mach was du musst. Und hat weitergemacht mit einer von seinen Lieblingsbeschäftigungen. Er hat an einem Speckstein herumgeschnitzt. Der Biebs ist weitergewachsen und hat noch mehr schwarze Federn bekommen. Übermütig ist er in der Küche von der Frau Meier rumgehüpft. Und dann ist es passiert. Am Morgen ist der Biebs vom Rand vom Küchentisch gefallen und hat Zeter Mordio geschrien. Da ist es der Frau Meier klar geworden. Es ist Zeit, ihren Amseln das Fliegen beizubringen. Man muss es ihr vormachen, hat sie gedacht. Ach, die Vogeleltern machen das ihren Kind ja auch vor. Sie ist mit dem Biebs raus auf den Hügel und hat ihn ins Gras gesetzt. Sie hat probiert, wie eine richtige Amselmutter auszusehen und hat angefangen, mit den Armen zu wedeln. Immer schneller. Der Biebs hat ihr zugeschaut und hat keinen Wank gemacht. Jetzt ist sie über die Wiese gerannt, hat mit den Armen gerudert und Luftsprünge gemacht. Nach einer Weile ist sie zurück zum Biebs gekommen, aber der hat sie immer noch einfach mit grossen Augen angeschaut. Frau Meier hat die Ärmel hängen, ist neben dem Biebs ins Gras gesessen und hat sich überlegt, was sie sonst noch machen könnte. Da hat sie eine Idee gehabt. Sie ist ins Haus und mit einem Gumpfiglas in der Hand wieder zurückgekommen. Dort war das Futter vom Biebs drin. Mit einer Pinzette hat sie eine Fliege aus dem Glas gefischt und die vor dem Biebs durch die Luft geschwenkt. Der Biebs hat aufgeregt angefangen rumzuhüpfen und ist der Fliege an. Die Frau Meier hat die Fliege ein bisschen höher gehabt und der Biebs hat mit den Flügeln geflattert. Ein paar Mal ist er sogar eine halbe Sekunde in der Luft geblieben. Aber er ist immer wieder gerade zurück ins Gras gefallen und hat die Fliege nicht verwischt. Wütig hat der Biebs und mit den Flügeln geschlagen. Aber geflogen ist der Biebs nicht. Am Schluss hat ihm Frau Meier die Flüge zum Fressen gegeben, hat ihn auf den Arm genommen und ist langsam wieder heimgetrottet. Ihr Gesicht hat ausgesehen wie eine Gewitterwolke, gerade bevor es anfängt zu regnen. Sie hat sich Sorgen gemacht. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. «Will er nicht?» hat der Herr Meier gefragt.
Er war gerade dabei, einen Scherenschnitt auszuschneiden. Das war auch eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Er hat die Schere und das Papier auf die Seite gelegt und Frau Meier einen Pfeffermünztee gekocht. Frau Meier hat ins Dossli gestarrt und nachgedacht. Vielleicht hat sie im Pieps die falschen Raupen gefüttert. Oder kann ein kleiner Vogel nur dann fliegen, wenn er eine gewisse Anzahl Flüge gefressen hat? Oder vielleicht ist der Pieps gar am Ende doch ein kleiner Pinguin. Aber wie ist er denn in ihren Garten gekommen? Nein, der Pieps ist ein Amsel ist ein Vogel und ein Vogel muss fliegen. Sonst wird er von der Katze gefressen. Oder von einem Auto überfahren. Oder noch Schlimmeres. Lang ist Frau Meier einfach so da gesessen und hat in kleinen Schlücken den Tee getrunken. Auf das Mal ist sie aufgestanden. Sie hat den Pieps in die Tasche von ihrem Schurz gesteckt und ist wieder raus in den Garten. Der Meier hat in der Zwischenzeit an seinem dritten Scherenschnitt herumgeschnitten. So hätte er nämlich sehen, wie die Frau Meier mühsam in alten Kiesebaum geklettert ist. Das hat Frau Meier sonst nie gemacht. Sie hat auch völlig die falschen Schuhe angehabt. Wo sie auf dem zweiten Ast gestanden ist, ist sie abgerutscht. Sie wäre fast runtergetrollt, aber sie hat sich gerade noch heben. Sie hat sich ein grusiges Schienbein dabei angeschlagen. Und den Arm hat sie sich auch aufgeschürft. Sie musste schnaufen wie verrückt. Der Schweiß ist ihr nur so runtergelaufen. Zentimeter für Zentimeter ist sie weiter hochgeklettert. Zobusch ist sie auf einen Ast geguckt, der gerade noch genug dicker war, dass er sie hat tragen konnte. Ganz zittrig von der Anstrengung hat sie den Pieps aus dem Sack vom Schurz geholt und hat ihn mit ein bisschen Abstand neben sich auf den Ast da. Wo sie wieder genug Luft hatte, hat sie angefangen mit dem Vogel zu reden. «Pieps, du bist ein Amsel. Und ein Amsel ist ein Vogel. Und ein Vogel muss fliegen. Sonst wird er von der Katze gefressen. Oder von einem Auto überfahren. Oder noch Schlimmeres. Verstehst du?» Frau Meier war gar nicht sicher, dass der Pieps sie verstanden hat. Der ist nämlich ganz zufrieden neben ihr gehückelt und hat sich nicht vom Fleck bewegt. Verzweifelt hat sie wieder angefangen, mit den Armen herumzurudern. Aber sie hat ja genau gewusst, dass das nichts nützt. Wie vorher im Gras hat der Pieps Frau Meier nur ganz verwundert angeschaut. Frau Meier hat noch ein-, zweimal mit den Armen gewedelt, dann hat sie die Hände in den Schoss gelegt und nicht mehr weiter gewusst. Frau Meier hat von ihrem Ast oben runter ins kleine Tal geschaut. Und der Pieps nebendran hat mitgeschaut. Die Abendsonne hat auf die Felder geschunnen. Ein paar Bienen sind noch unterwegs und haben an den Schafgarben geknabbert. Sonst war es ganz still. Frau Meier hat ihr Herz hören schlagen. Es hat pöppelt wie verrückt. Und ihr Gesicht hat wieder ausgesehen wie eine Gewitterwolke, gerade bevor es anfängt zu regnen. «Was soll ich noch machen?» hat sie gedacht. Und sie hat gewusst, bei diesem Problem, da hilft auch kein Pfeffermünztee. Und da ist es passiert. Die Frau Meier weiss bis heute noch nicht, wie das gegangen ist. Sie hat im Himmel geschaut und dort sind zwei grosse, dunkle Wolken ganz nah beieinander in der Luft gehangen. Sie hat gerade noch gedacht, vielleicht gibt es heute noch ein Gewitter. Da hat sie irgendwie das Gleichgewicht verloren, ist vom Ast gerutscht, hat einen Geusablan und ist geflogen. Ja, Frau Meier ist wirklich geflogen. Sie hat mit den Armen gewedelt, so wie vorig. Aber jetzt hat es funktioniert. Sie ist also nicht so hoch, aber so ein bisschen in der Mitte zwischen dem Ast und dem Boden geflogen. Es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, aber noch gut. So ein bisschen wie schwimmen. Nur besser. Die kleine Amsel ist plötzlich ganz aufgeregt und ist auf dem Ast rumgehüpft. Frau Meier hat eine kleine, ein bisschen gewackelige Runde gedreht und dann ist sie genau neben dem Pieps wieder gelandet. «Es ist ganz einfach», hat Frau Meier zum kleinen Vogel gesagt. Sie war richtig aus dem Häuschen gewesen und hat selber fast nicht glauben, dass sie wirklich geflogen ist. «Komm, jetzt probieren wir es mal zusammen», hat sie gemeint und ist wieder los. Das hat sich der Pieps nicht zweimal sagen lassen.
Er hat einen Gump vom Ast gemacht und ist das erste Mal 2 Meter gerade durchabgesaust. Der Frau Meier ist fast das Herz geblieben stehen. Gerade noch rechtzeitig hat der Pieps angefangen mit den Flügeln flattern, hat sich aufgefangen und ist geflogen. Wie wenn er noch nie etwas anderes gemacht hätte. Vor lauter Freude hat er zwitschert wie mindestens 12 Amseln auf das Mal. Zuerst ist er 2-mal rund um die Frau Meier geflogen, dann ist er hoch bis zum Baumspitz und wieder zurück zum Ast. «Ist das nicht schön?» hat Frau Meier den Pieps gefragt, wo sie neben dem gelandet ist. Der hat nichts gesagt, der ist schon wieder gestartet. Und Frau Meier hinten rein. Bis zur Kuhweide sind sie geflogen. Die Kühe sind verschreckt davon galoppiert, wo sie Frau Meier gesehen haben, durch die Luft schwadern. Und der Pieps hat schon richtige Kunststücke ausprobiert. Ist höher hochgeflogen, dann im Sturzflug durchab, ist an Ort und Stelle geflattert und hat sogar angefangen, den Mucken anzujagen. Dann hat Frau Meier gesagt, genug für heute. Und sie sind beide vor der Haustür gelandet. Der Herr Meier hat von seiner Arbeit aufgeschaut. Er war am Rüebli schälen. Und er hat gerade gemerkt, dass etwas Besonderes passiert ist. Weil im Gesicht von der Frau Meier hat er nicht das kleinste bisschen von Sorgen können entdecken. «Und die Ramsle, sind ihr geflogen?» hat er gefragt. Die Frau Meier hat gestrahlt wie ein Meierkäfer. «Ja, bis über die Kuhweide», hat sie gemacht. «Und dann ist recht», hat der Meier gesagt und geschmunzelt. Am nächsten Tag hat Frau Meier gar nicht schnell genug zum Morgen essen. «Wir machen einen kleinen Morgenflug», hat sie dem Herrn Meier zugerufen. «Zum Mittag sind wir wieder zurück.» «Machen, was ihr müsst», hat Herr Meier gesagt und sich überlegt, was er kochen soll. Die Frau Meier und der Pieps sind bis über die Stadt geflogen. Über die Schrebergärten, über das Chemie von der Kehrichtverbrennung, über Killentürme, über den Fluss und die Hochhäuser. Weit unten hat es ein paar Leute gehabt, die ganz ungläubig in den Himmel geschaut haben. Aber das haben die Frau Meier und der Pieps gar nicht gemerkt. Frau Meier hat ganz rote Backen vor Freude und der Wind hat ihre Haare durchgeluftet. Und der Pieps, der ist wie ein Pfeil durch die Luft gesaust, hat übermütig gepfiffen und zwischendurch eine Mucke gefangen. So wie das richtige Amseln eben macht. Die Frau Meier hat natürlich schon gewusst, dass der Pieps sie irgendwann nicht mehr braucht. Aber daran hat sie jetzt nicht mögen denken. Jeden Tag sind sie zusammen fliegen. Für Frau Meier war das die schönste Zeit in ihrem Leben. Und für den Pieps auch. Bis er eben an einem Nachmittag immer höher in die Luft gestiegen ist, bis er nur noch am Punkt war und Frau Meier ihn irgendwann gar nicht mehr gesehen hat. Als sie heimgekommen ist, hat Herr Meier gerade gemerkt, dass etwas anders ist. «Der Pieps ist davon geflogen», hat Frau Meier gesagt. «Und jetzt machst du Sorgen?» hat Herr Meier gefragt. «Nein», hat Frau Meier gesagt. «Der kommt dann schon wieder.» Und hat angefangen zu glätten. Etwa eine Woche später ist Frau Meier früh am Morgen verwacht. Es hat laut zwitschert vor ihrem Fenster. Ganz eindeutig, das war das Zwitschern von einer Amsel. Frau Meier hat den Vorhang ein bisschen auf die Seite geschoben. Und wirklich, der Pieps ist im Kiesibaum gesessen. Der Herr Meier ist auch wach geworden. «Ich gehe dem Pieps guten Morgen sagen», hat Frau Meier gesagt und ist barfuß aus dem Zimmer düsselt. «Mach, was du musst», hat Herr Meier geinet, hat sich umgekehrt und ist nochmal eingeschlafen.